zu machen. Und hier kann ich auch eine Erklärung geben, dass es vom Thema so. Ist jemand neu? Braucht man schon mal neu? Und jetzt ist sonst noch jemand neu? Wir machen mit dem Rousseau weiter. Ich hatte ja so ein bisschen so den Rahmen abgesteckt, was so neu ist oder was besonders wichtig ist. Und da hatte ich systematisch ein paar Punkte genannt und dann wollte ich ja mit dem Willen so in Grundzügen nach meiner Auswahl mit Ihnen durchgehen und Ihnen zur Diskussion stellen. Ich war stehen geblieben bei der negativen Erziehung und hatte das dargestellt als Positivum, als Programm der Abgrenzung der pädagogischen Welt von der, ja, man kann ruhig sagen, von der gesellschaftlichen Welt. Früher wurde man ja, und heute auch noch, gefeiert, wenn man die Gesellschaft einführt. Und Rousseau setzt ganz radikal Pädagogik und Politik als Antagonismus erst einmal. Das sind Welten für sich und damit auch die These von der Autonomie der Pädagogik. Die Pädagogik darf sich nicht die Ziele vorgeben lassen und die Kategorien vorgeben lassen von der Politik, wie es heutzutage bei uns noch in kapitalistischer Selbstverständlichkeit praktiziert wird. Und erst setzt ein von der Dignität oder geht aus von der Dignität der Pädagogik. Das ist eine Argumentationswelt sui generis und das ist also geschichtlich im großen Stil bemerkbar. Diese Welt der Pädagogik sich zum ersten Mal in so radikaler Unabhängigkeit behandelt wird. Locke hat ja auch schon Pädagogik behandelt und Rousseau feiert ihn als einzigen Pädagogen vor ihm und vor sich. Aber bei Locke sehen Sie noch nicht so radikal die Eigenständigkeit, sondern Locke argumentiert, ja, wir haben es ja gesehen, immer im Zusammenhang des Politischen und so weiter, das Soziale. Und Rousseau sagt wirklich mal, vergesst mal alle Institutionen und soziale Orientierung und so weiter, was gleich genauer, wenn ich das erste Buch durchgehe, sondern denkt euch mal eine Welt, die wirklich anders ist als eine sozial durch Institutionen konstruierte Welt, die sehr künstlich ist. Das war das mit der negativen Erziehung. Gruschka hat auch anderer Form als Plankert-Schüler so ein bisschen negative Pädagogik im Titel drin und ganz toll, immer lesenswert, aber ein bisschen einseitiger als hier grundsätzlich. Eine heutige Pädagogik darf diesen rousseauischen Gedanken nicht verlieren. Also wenn wir mit Frau Ahnen diskutieren, und das ist eine sehr gebildete und zuhörende Frau, dann müssen wir diese Abgrenzung auch in den heutigen Diskussionen, sofern wir zur Diskussion zugelassen werden, gewünscht sind, diese Eigenartigkeit unserer Pädagogik durchsetzen. Das ist sehr konfliktreich, weil sie keine Handlanger haben, die das multiplizieren, die Kategorien der Nützlichkeit, der Verwertbarkeit und so weiter und so fort einlösen können. Aber wenn wir das nicht machen, dann haben
muss man einfach mal klipp und klar sagen. Auch die Verachtung der Pädagogik als Fach liegt an der Verwischung einer eigenen Kategorialität, eigenen Würde, eigener Argumentationsform, eigener Perspektiven. Ich habe mich im Leben lang wütend gemacht, weil ich glaube, dass das wesentlich ist und auch den Rang der Pädagogik ausmacht, wenn Pädagogik Soziologie wird und Sozialisationsforschung und geheime Eingliederung in kapitalistische Mentalitäten, dann sollen wir von der Universität verschwinden. Jedes Fach, das Kultur in seine Methoden, Kultur in seine Geschichtlichkeit und so weiter und seine Eigentümlichkeit, Eigenständigkeit hat, leistet diese Reflexion auf das eigene. Rousseau macht es im großen Stil, er beeinflusst Steiermark und so weiter. Ich will dann Sie mit Namen nicht verwirren, aber Sie können das nachempfinden. Die, auch die heutige Not, dass die Pädagogik ein eigenständiger, ja, ich sage es jetzt im Herbartschen Sinne, ein eigener Gedankenkreis ist, ne? Der eine Argumentationsform finden muss, oder wenn er sie nicht findet, dann ist er zu Recht von den akademischen Institutionen, wie Schleiermacher ist das in Konsequenz durchdenkt, ausgeschlossen. Dann gehört sie nicht an die Universität, zumindest eine Universität, wie sie bisher lebendig war und teilweise schon in Agonie liegt. Ich will nicht polemisch werden. Wenn Sie hier Gegenspruch praktizieren wollen, nee, Sie haben Ihre eigene Erfahrung. Ja, also das ist das Rousseau'sche, der unverlierbare Gedanke, und das steht nicht in Geschichten der Pädagogik, gucken Sie nach. Ne? Das Wesentliche steht nicht da drin. Und für die Psychologie und Soziologie haben wir etwas später, nämlich im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, Simmel und so weiter, Tönnies, Dilthey in seiner Form, diese Eigenständigkeit oder das Bedenken der eigenen Kategorialität dann auch als Menschenwissenschaft. Die Psychologie, Soziologie, die haben es geschafft, obwohl sie 100 Jahre nach uns angekommen sind, im Grunde als Erbe der Aufklärung, aber wir verkaufen uns im Grunde kategorial immer an die anderen. Und Rousseau hat einen Mut, dass zum Beispiel die Pädagogik, ich kann Ihnen das ganz anschaulich sagen, sich jahrhundertelang an die Theologie verkauft hat. Ne? Und Herbart muss zum Beispiel auch sagen, sie hat sich einfach an die Philosophie verkauft. Das ist schwieriger. Du musst eine Beziehung bauen, aber die verkaufen. Ne? Das sind dialektische Zusammenhang, wenn ich sage, die Eigenständigkeit sagt das nicht, dass keine Beziehungen sind, aber geklärte Beziehungen. Ne? Und nur durch dialektisch einholbare Beziehungen, selbstverständlich. Ja, Rousseau, ein sehr religiöser Mensch, das hat nicht mit Atheismus zu tun oder sonst was, aber einen Affekt auf die Priesterdominanz und Priesterentmündigung in der Pädagogik, die Entmündigung des Menschen, der durch priesterliche Arroganz nicht eigenständig wird, und eine theologische Argumentation, die bedarf in der Pädagogik nicht die pädagogische Argumentation, die Rousseau noch nicht hat, die er sucht, entsprechend ersetzen. Ja, und die Moral kann auch Mythosformen einer Gesellschaft können nicht die pädagogische Reflexion auf Ziele ersetzen. Also die Pädagogik war im Schlepptau der Theologie, im Schlepptau der Moral, negative Erziehung zerschneidet diese Schlepptau, und Moral eben, man macht es sich leicht, ich habe es doch selbst so erlebt und Sie
auch, ich denke Sie an Ihre Lebensgeschichte. Da sind die Ziele aus der Moral Ihrer Familie oder Ihrer Religion, der Religion der Väter genommen worden und dann wurden pädagogische Ziele gesetzt und durchgeprügelt oder insuliert mit Zuckerstimme. Also die Ethik einfach oder Moral, auch im ganzen Sinne, kann nicht einfach die Reflexion auf pädagogische Ziele, auf Lebensziele ersetzen. Das ist gemeint mit der negativen Erziehung, die Moral und Theologie nicht zulässt. Positives, kulturelles wird erst einmal ganz außer Kraft gesetzt und das ist heilsam, aber sehr mutig und im Grunde sehr des Revoluzertum verdächtigt. Klar, das wussten die Zensoren der Sorbonne und zu Recht, wenn man sagt, vorläufig setze ich keine moralisch positiven Vorgaben, keine theologischen, dann bin ich direkt der Atheist und der amoralische Mensch. Aber das ist eine methodische Notwendigkeit, dass ein Kulturbereich der Erziehung und der Wissenschaftsbereich der pädagogischen Reflexion erst einmal künstlich diese Epoche übt, diese Suspendierung vorgegebener kultureller Wirklichkeit. So, Sie verstehen das, das sehe ich Ihnen an, aber so ist der Emil entstanden. Das ist, mein Gott, gucken Sie sich mal Ausgaben von Emil an und wie der eingeführt wird. Ich bilde mir nichts ein, aber ich glaube, dass ich Ihre Gedanken ausdrücke, wie Sie damit umgehen und dass ich Rousseaus Gedanken ausdrücke, einfach paraphrasieren und nacherzählen. Hilft da nichts. Man muss es in der Pointe und teilweise auch versteckten Pointe. Es geht doch immer um Leben und Tod und es geht um das Leben auch um die Wirkung eines Buches, die gefährdet ist, wenn diese radikale Epoche durchgesetzt werden soll. So, ich höre jetzt, da könnte man, ich hatte ganz anders auf weitere Punkte und so weiter. Aber ich wollte jetzt gerade mit diesem einfachen Gedanken erstmal Schluss machen und dann zu dem Text gehen, weil das von Peter ist, überprüfbar ist. Haben Sie irgendwelche Einwände? Keine. Ne? Aber an Rousseaus Texten ja hin die Zensoren. Der Emil kam ja dann in die Hand des Henkers und er wurde verbannt. Am liebsten hätte man natürlich den Emil verbannt. Wenn jemand radikal denkt, und wir müssen begreifen, dass der Emil ein radikales Buch ist, kein Erziehungsroman, das ist schon Unsinn, auch von Rousseau nie so formuliert. Roman, ach ja, ein Roman. Nee, es ist die radikale Distanzierung eines schöpferischen Menschen von dem, was Usus ist, was Gang und Gäbe ist, was Gebrauch ist, was Tradition ist. Wenn Sie in der Pubertät leidvoll alles mal in Frage setzen, was Usus ist, was im Brauch ist, was als Ziele gesetzt werden, dann können Sie so im privaten Bereich, ich habe es erlebt, ne? Und damit habe ich auch pädagogisch studiert, durch die Leidenserfahrung, die man dann hat. Also wenn man entsprechende positive erst einmal ausklammert, für sich nicht übernimmt, dann kommt man in eine Vakuumsituation und in die Dimension der Gefährdetheit und der Bekämpfung, wenn Sie allein gewisse Dinge, die Gebrauch sind, für sich ablehnen, auch als Student.
Aggression und Widerspruch heraus. Und Rousseau muss ein großes Experiment, nämlich Experiment, Ausklammerung der Religion, Ausklammerung der Moral, Ausklammerung aller gesellschaftlichen Normen. Wenn Sie ein anders als Trittin und die Grünen, ne, die machen das in kleiner Münze, aber der hat es in großer Münze, radikal gesagt und gemacht. Wenn Sie das ausklammern, dann riskieren Sie Ihren Kopf, dann riskieren Sie Ihr Leben. Rousseau wird das Schicksal eines jahrzehntelang bejagten und diffamierten haben und im Grunde ist die Situation so gekennzeichnet oder kann man so kennzeichnen, ich habe mich ein Leben lang damit beschäftigt, kann man sich die Situation klar machen, wenn man sie als Affront der Verabschiedung alles Konventionelle versteht. Und das ist die Genialität von Rousseau, dass er diese Verabschiedung mit einem positiven Programm, mit dem Suchen von jetzt neuen Strukturen entsprechend verbindet. Und wenn Sie keinen Anspruch erheben, dann gehe ich jetzt, habe ich eine Möglichkeit des Übergangs, gehe ich in das Vorwort. Ich habe mir nur ein paar Notizen gemacht, das Vorwort wird nie interpretiert und offenbar hat man nie selber ein Buch geschrieben und nicht begriffen, dass man in dem Vorwort ein Vorwort und Nachwort schreibt. Ne? Man legt ein Ei, ein ganz wichtiges, bei jedem Buch von Belang. Mein Gott, ich kann sagen, am Vorwort erkenne ich schon, ob einer lesenswert ist oder ob man die Zeit mit Faulenzen verbringen kann oder mit schönen Gesprächen oder Vorspeisen und Nachspeisen, was es sein mag. Aber das Vorwort, es gibt immer schon eine Visitenkarte ab und ist ganz, ganz wichtig. Herr Ludwig, der Jean-Paul ist ein Fetischist der Vorworte und Nachworte und Zwischenworte und Vorworten zu den Vorworten, den Nachworten zu den Vorworten, Nachworten zu den Nachworten, Zwischenworten. Ja, das ist eine Kultur des intermediären Denkens und ich möchte Sie einfach nur auf das verweisen, diskutieren, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig mache, aber im Grundsätzlichen bin ich selbstverständlich auf der richtigen Linie, das war ironisch gemeint. Man muss hinhören, man muss Erfahrungen haben und man muss entdecken, was damit im Grunde gemeint ist. Also ich habe die erste Rousseau-Sache bekommen aus dem katholischen Lager, in dem ich groß geworden bin, in dem ich sehr viel gelernt habe und ohne Leiden, sondern mit hoher Kultur, gerade durch die jesuitische Kultur ist ein Witz. Die große Feindwelt der Jesuiten war für mich ein unerhörtes Glück. Ich habe diese Rousseau-Interpretation von den Theologen dann serviert bekommen, direkt kastriert, das Vorwort wurde natürlich nicht erwähnt. Was ich vorhin über negative Erziehung sagte, wurde nicht erwähnt, das war nicht zugestanden. Und was anderes, die Pubertät wurde nicht erwähnt. Und der ganze Emil-Text, der vorher die gesellschaftlichen Normen zurückweist, der schafft zum Beispiel Platz, dass man die Sexualität des Menschen in einer Weise berücksichtigt, wie sie vorher und nachher in der Pädagogie nie berücksichtigt wurde. Und dass die Weiblichkeit in einer Form nie berücksichtigt wurde, wie
bei Rousseau, dass zum Beispiel die Ausgaben, die ich bekommen habe als Grundlage, hat das fünfte Buch, das Buch über die Erziehung der Frauen und die Natur der Frauen, ausgelassen. Das war gestrichen, ne? Das war im Grunde eine Zitierungsausgabe. Das Thema Weib, Frau, Größe der Frau, Besonderheit der Frau, der Antagonismus, fruchtbarer Antagonismus zwischen den Prinzipien des Männlichen und des Weiblichen, das waren gar keine Fragestellungen, bis in die Textauswahl innerhalb dieser katholischen Rezeption des Emil. Und damit war der Emil von Anfang an verhunzt in den grundsätzlichen Themen. Ich hatte vorhin gesagt, er setzt die Gesellschaft außen vor und die gesellschaftlichen Normen. Ja, er setzt da, ich nehme mal als Beispiel jetzt mal im fünften Buch, auch die gesellschaftliche Wertung der Frauen außer Kraft und bedeutet, er versucht, ein neues Bild der Frauen und von der Würde der Frauen aufzubauen. Und sie müssen in der Tat die gesellschaftliche Geringschätzung und Diffamierung und Verachtung und nicht zur Kenntnis nehmen der Frauen, müssen sie mit dieser negativen Erziehung zurückweisen, wie sie ein gesellschaftliches Vorurteil weisen sie zurück und sie haben damit eine Chance, eine gesellschaftlich neue Wertung und Sichtung des Weiblichen im fünften Buch beispielsweise durchzuführen. Jemand, der gesellschaftliche Vorgaben hat, dann muss er verkrampft, feministisch und so weiter argumentieren. Nee, Rousseau schafft sich erst einmal ein weißes Blatt für seine Argumentation, in dem die moralischen, die religiösen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten ausgeklammert werden und damit diese Zurückweisung aller Vorurteile muss natürlich eingelöst werden durch ein neues Urteil, durch eine neue Reflexion. Und damit haben auch falsche Urteile, die Jahrhunderte alt gewirkt haben, dann eine Chance, verabschiedet zu werden. Neue Urteile haben eine Chance, sich durchzusetzen. Also man muss das Methodische begreifen, wenn man begreifen will, dass Rousseau in der Tat eine neue Gesellschaft und einen neuen Menschen will, mit dieser radikalen Distanzierung, die Platz gehalten. Das haben Sie begriffen, ne? Und Sie sehen auch, er macht das so grundsätzlich, alles ist nicht gar nie zu schwarzer, wir lassen aus, natürlich, das ist feministisch, wenn der eine Frau anfasst oder anguckt oder beachtet oder bespricht oder sonst etwas. Mein Gott, diese Hilflosigkeit und kulturelle Armut, aber nicht auf all diese schwarze Rechtsbezogen, sondern von der Argumentation, wenn man an so wie eine Art so kleine Symptome hat und dann doktert er herum. Der Rousseau lässt sich nicht auf die Rumdokterei ein, sondern sagt, ich muss eine neue Theorie der Gesellschaft und des Menschen bringen. Gucken Sie sich unsere Diskussionen an. Die haben in den Medien auch keinen entsprechenden Vertreter. Es wird nie radikal und der Rousseau stellt den Kapitalismus im Emil grundsätzlich in Frage. Und er zeigt, in wie er sich auswirkt und wie er sich auswirkt, ganz in kleinen Phänomenen. Ich bringe gleich Beispiele und dieses Partikularisieren, dieses Rumdoktern, Rumreflektieren an kleinen und nicht an großen Einsprüchen, das ist für die Pädagogik und für alle gesellschaftlichen Reformen und menschliche Reformen folgenreich.
ja. Ich fange jetzt mit dem Vorwort an. Ne? Kein Alice Schwarzer, sondern nicht verächtlich. Mein Gott, ich verachte keinen Menschen. Ich kann von jedem was lernen, ich kann ihn bewundern, aber ich kann ihn kritisieren. Und die Kritik möchte ich nur in Konfrontation mit versuchen. Er ist ein Radikaler. Ne? Wie Sie, wie die Studenten, die kritisieren ja auch mich und radikal. Und vom Ansatz her ist das wesentlich, dass man nicht stolpert über Kritik im Kleinen, sondern auf die Grundlinie geht. Und Rousseau macht das so. Ich gehe aufs Vorwort. Ich gehe durch, ich weiß nicht, ob Sie das vorliegen haben, ich gehe durch, das sind glaube ich nur zwei Seiten, ich weiß nicht, ich gehe meine Aufzeichnungen dann immer nochmal durch, um mich nicht verwirren zu lassen. Und ich habe die zusammengefasst in ganz einfache, verständliche Sätze. Ich als erstes, der Emil ist eine Sammlung von Reflexionen und Beobachtungen, hören Sie genau hin, ohne Ordnung und fast ohne Folgerichtigkeit. Das wollte ich als erstes Ihnen sagen. Die Textstelle, ich weiß, ne, haben Sie schon. Mich überprüfen. Sammlung, aber sind bisher immer fündig geworden, ne, Frau Netschke. Sammlung von Reflexion und Beobachtung ohne Ordnung, fast ohne Folgerichtigkeit. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ich jeweils zugrunde gelegt habe. Ich habe ja zig Übersetzungen und im Grunde zählt für mich die Plejad-Ausgabe. Hinterher nehme ich meine eigenen Sachen, mache da. Zitiere ich nach der Plejad. 1961 kam die kritische Ausgabe heraus und ich als armer Student musste hungern, um ihn mir bezahlen zu können. Ich weiß noch, sie kostete 50 Mark. Ich hatte ein Stipendium und da waren 50 Mark Bücher drin im Monat. 50. Ne? So bescheiden haben wir gelebt und da musste ich einige Tage von da um mir den Emil entsprechend zu gönnen. Und ja, dadurch kann ich sehr genügsam leben und kann auch verstehen, wie teilweise Studenten in bedürftigen, manchmal bedürftigen Lebenssituationen sich durchschlagen. War eine Schule fürs Leben, ich möchte sie nicht vermissen. Der systematische Anspruch des Emil wird zurückgewiesen und der Charakter eines Romans, so könnte man es übersetzen. Also der Emil hat gar nichts Romanhaftes, er hat teilweise idyllische Landschaftsschilderungen, die ins Literarische und Romantische gehen. Aber er setzt ein, es sind Reflexionen und Beobachtungen. Es wird gedacht und nicht gedichtet. Ne? Es wird beobachtet und die Beobachtungen werden reflektiert. Und ich habe vorhin die Vorurteilsfreiheit stark gemacht. Ja, erst einmal sehe ich mich als Rousseau als Beobachter. Als Anwalt von Beobachtungen. Eine Beobachtung will der Sache gerecht werden, will vorurteilsfrei. Ich beobachte, wie Menschen spöttisch grinsen, wie sie in meiner Vorlesung müde werden durch meine langweiligen Ausführungen. Die beobachte ich, die wirken zurück und den muss ich mich auch ganz mutig stellen. Ich stelle mich mutig und freudig. Ich habe ja viele Beobachtungen und so weiter. Aber die Beobachtung verlangt Mut und verlangt, dass die Sache neu gesehen wird. Ich lasse nicht interpretieren, die Studenten nicht interpretieren, sondern ich beobachte Studenten selber. Und so macht Rousseau das mit den Menschen.
Er möchte erst einmal beobachten. Er möchte den Menschen nicht interpretiert haben. Ne? Wie sie schon andere angeblich beobachtet hat und dann mir sagt, mein Gott, die ist 5 oder die ist 2 und so weiter, nimmt ihr das als Lehrer, kann ich nicht kennen. Sondern die Beobachtung, die ist auf den Einzelnen verwiesen. Da kann ich mir nicht vorgehen lassen, wie man sie zu beobachten hat. Die, auch hier in der Vorlesung. Und die Beobachtung, ich meine, in der Phänomenologie und in der Wissenschaftlichkeit ist die Beobachtung selbstverständlich geworden. Für uns seit 200 Jahren, 300 Jahren. Aber in einer schriftlichen Kultur und einer Kultur der Herrschaft, der Interpretationen, da war die Beobachtung gar nicht so zentral. Hier ist sie zentral. Ne? Der Anfang. Der Anfang, ich muss auf eine Beobachtung mich einlassen. Auch wenn ich mein Engel interpretiere, dann darf ich ihn nicht durch Interpretationen begreifen, sondern durch Beobachtung. Die ist unersetzlich. Die muss jeder selber machen. Die Beobachtung setzt auch jeden gleich als fähig zur Beobachtung, bei Rousseau ist das so. Und der Pflicht, sich der Beobachtung, der Würdigung der Sache von der Sache und nicht durch die Verkleisterung der Sache, die die Tradition vorgibt, leiten zu lassen. Das ist, wenn man also Beobachtung liest, dann klingt das zu Rousseaus Zeit anders als in unserer Zeit. Uns ist das wissenschaftlich selbstverständlich. Aber man lebte doch die wenigen Gebildeten. Mein Gott, wer konnte schreiben und lesen? Ne? Und wie viele Bücher wurden selbst vom Westen gedruckt? Der Gebildete hatte doch durch die Bibel und entsprechende flankierende Theorien theologischen Umsetzung der Pädagogik im Anschluss an die Bibel. Er wusste doch im Grunde alles. Er wusste, die Kinder sind böse durch die Vorgaben, aber der beobachtete kein Kind. Das Kind war klar. Und genau wie manche Leute wissen, der ist schuldig, der ist verräterisch, der ist so und so. Im Grunde kennen wir das auch, dass wir nicht uns auf Beobachtungen einlassen, wie wir das heutzutage in der Jurisprudenz selbstverständlich haben. Aber das ist eine unerhörte Verwiesenheit an die Sachen und Überprüfung von Sachen und nicht aus den Literaturen, Bibel und pädagogische Literatur und so weiter, sich den Menschen erklären lassen. Ich lasse mir erklären, das Kind ist gut, das ist eine kleine Maria, ach mein Gott, kleine siegreiche Marien und so weiter. Ich kenne das sehr authentisch, ich kenne sehr viele in dieser Interpretationswelt, aber die hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, mit den Nöten eines Kindes und so weiter. Ich muss das Kind beobachten und nicht lesen, wie andere über das Kind denken. Und wenn Sie heute die pädagogische Literatur sich anschauen, dann glaubt sie uns auch das Recht und die Pflicht zur Beobachtung, die Rousseau hier emphatisch einfordert. Und diese Ratgeberliteratur und so weiter, die heutzutage so reflexiv das pädagogische Handeln teilweise verunsichert durchsetzt, arbeitet mit Beobachtungen, die im Grunde keine sind, sondern schon Interpretamente. Okay. Beobachtungen und dann sagt er Reflexionen. Also gerade zusammen, erst einmal ganz frei von Reflexivität und da muss ich natürlich dann muss der Schritt sein zur Reflexion und ich kann auch sagen zur Interpretation.
Die Reflexion ist der erste Schritt zur Interpretation. Okay. Beobachtung und Reflexionen. Also ich darf nicht, es gibt ja Menschen, die sind so poetische Existenzen. Ich habe als junger Mensch, als längst ausgewachsen, auch Affinität mit denen gehabt und habe die nie verraten. Also jemand, der zu beobachten weiß, der sieht, was in einem Kind sich tut, teilweise sehr widersprüchlich, gar nicht eine Identität konstruiert, sondern der beobachtet das Kind in der Fülle seiner Äußerungsphänomene liebevoll. Auch bei Studenten erlebe ich das, die beobachten, auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Die Beobachtung, die lässt zu, dass man nicht von einem Bild, das Bild wäre das Schöne, von einem Bild her denkt, sondern die Möglichkeit des Gegensätzlichen, des sich Ausschließenden, des liebevoll Verständnisvollen, aber der ist ein Aggressor, ein ganz sadistischer Mensch und dann ist er wieder ein ganz liebevoller Mensch. Die Beobachtung geht nicht von einem Bild aus, von der Identität aus. Im Grunde müsste man sagen, ich darf noch gar keinen Namen sagen. Und die Namen verführen auch. Wir haben alle Vornamen mit der Taufe gekriegt, wenn wir getauft sind oder auch ohne Taufe. Und dann wird unterstellt, mein Gott, das ist die kleine Maria oder die kleine Helga oder der kleine Erwin. Ja, der Erwin. Ne? Da wird eine gewisse Einheitlichkeit unterstellt. Und mit der Beobachtung, da wird keine Einheitlichkeit unterstellt. Der Erwin ist ein kleiner Aggressor und ein kleiner Gutmütiger und ein kleiner Verzweifelter und ein kleiner Liebender und ein großer Hassender oder was da alles ist. Also, ich habe gesagt, zur Beobachtung gehört Mut. Und ich könnte andersherum sagen, zur Beobachtung, pädagogischen Beobachtung, die Verabschiedung des Bildes und die Verabschiedung der Identität. Ne? Das ist damit gemeint. Ich habe auch jetzt noch viele kleine Kinder in meinem Umfeld, habe viele Kinder selber gehabt und habe mit Kindern und Schülern als Lehrer und so weiter gearbeitet, habe also einen Schatz von Beobachtung, habe auch teilweise Studenten beobachten, jetzt gehen wir in die Reflexionen. Ja, dann wird schon ein bisschen vereinheitlicht. Klar, ich muss ja, das passt gar nicht zusammen. Wie kann das sein? Ne? Dass ein Altruismus mit Zerstörung und Masochismus zusammengeht und dann so Phasen lehren, das eine und das andere, eine schreckliche Simplifizierung. Ne? Gleichzeitig mit drei ist die ganz andere Wirklichkeit in der kindlichen Existenz gegenwärtig und dann muss ich sie beobachten, reflektieren, dann ein bisschen vereinseitigen, da muss ich theoretisch mit fertig werden. Zum Beispiel gibt es etwas, das das gemeinsam erklärt. Ich beobachte Widersprüchliches und in der Reflexion finde ich jetzt eine mögliche Gemeinsamkeit. Da finde ich ein Trauma, ne? Eine Verletzung oder so. Und die versucht in der einen Form und der anderen Form sich zu experimentieren, sich zu erfahren. Und dann hätte ich schon etwas Einheitlicheres als Versuch. Ich wollte nur umschreiben, was man machen kann, was uns so fordert, dass die Beobachtungen reflektiv eingelöst werden. Ne? Reflexion. Eine Reflexion ist keine Dogmatik. Die Priester sind aus der Pädagogik verdammt und müssen Büßergewänder anziehen. Aber wir müssen reflektieren. Wir müssen sehen, ja, ein Sammelsurium sind wir nicht. Es gibt doch eine Struktur. Es gibt auch eine Struktur der Individualität. Das heißt, etwas Vereinheitlichendes.
habe bei Beobachtung und Reflexion und hat im Grunde etwas ganz Revolutionäres verlangt. Die Theologen beobachten nicht, die Pädagogen, die ein Dogma verfolgen, beobachten nicht, teilweise die geisteswissenschaftlichen Beobachtungen beobachtet den Zögling nicht, sondern konstruiert ihn auch. Also das ist nicht nur Ressourcenzeit. Und wir sollen uns gewarnt sein lassen vor allen ideologischen Einschränkungen der Beobachtung. Und wir sollen verhüten, dass Beobachtungen ersetzt werden durch im Grunde ideologische, bildhafte, kann man dann sagen, bildhafte Konstruktionen. Das Mutige nimmt er in dem Satz noch ein, ohne Ordnung und fast ohne Folgerichtigkeit. Also, mein Gott, erst einmal, wende ich mich der verkannten Wirklichkeit zu, schreibe alles auf, denke alles durch, was möglich ist und habe nicht vorschnell eine systematische Orientierung. Die weist er zurück ohne Folgerichtigkeit. Erst einmal sich der Härte und der Brutalität der Phänomene aussetzen. Ich sehe immer, wie man vor dem Leben kneift und der Gemeinheit auch, indem man Phänomene nicht so sieht, wie sie gemeint sind. Und hier ist das Gegenteil. Ohne Ordnung und fast ohne Folgerichtigkeit. Meine Damen und Herren, zu der Zeit, im 18. Jahrhundert, war eine wissenschaftliche Arbeit nur legitim, durfte geschrieben werden und veröffentlicht werden und auf Leser hoffen, wenn Folgerichtigkeit, wenn systematischer Duktus entsprechend ist. Und wir glauben, dass heute noch bei jeder Magisterarbeit, mein Gott, Folgerichtigkeit, ja, sind folgerichtig. Lassen wir mal weg. Er geht nicht auf die Form der wissenschaftlichen Diskussion, die offenbar verbirgt, Sachen verbirgt, ohne Ordnung. Ich will jetzt nicht noch länger da sehen mit Langweilen, aber ohne Ordnung. Die Ordnung, die wir in der wissenschaftlichen Arbeit haben und die wir im Leben haben, die Ordnung ist sinnvoll, aber sie deckt teilweise die Dignität der Phänomene zu. Das ist Rousseaus Gedanke, die Ordnung. Ich will ordnen. Ich habe, mein Gott, ich habe alle Notizen überlassen und dann mache ich eine Ordnung. Und die Ordnung, die wertet die Notizen, meine Erfahrungen, manches wichtiger, manches unwichtiger. Die interpretative Arbeit, die wir so können, schätzen und auch legitimerweise können müssen, ist aber eine Gefahr. Von Hendrik spricht ohne Einschränkung von der Ordnung Rousseaus, la liberté bien réglée, zu Recht, wie er es auch interpretiert. Aber man könnte, Kleinigkeit am Rande, Rousseaus Bedenken vor allem ordnenden, systematisierenden tun. Wir haben es auch nicht einfach mit einer Abhandlung im üblichen Sinne zu tun. Ne? Eine Abhandlung. Conclusio, ich kenne aus der Rhetorik, ne? Da ist genau gegliedert, wie man anfängt, was für Zwischenteile sind, Wiederholungen sind und wie das dann in der Conclusio endet. Dass die 2500 Jahrtausende lehrende rhetorisch-wissenschaftliche Argumentation, so muss ich dann eine Abhandlung schreiben. Und liebe Leute, ich schreibe keinen Roman, habe ich in dem ersten Satz
Sohn den Erziehungsorgan. Also Gedankenlosigkeit bei einem Denker, der gerade die Gedanklichkeit herausfordert. Ne? Und jetzt geht er da um den Roman rum und er geht um die Abhandlung rum. Was ist es? Ich habe ja schon gesagt, was es ist. Auffassen, registrieren, würdigen und reflektieren. Ganz offen. Jeder reflektiert sie, jeder mit seinen Erfahrungen. Das ist so ein ganz liberales Bekenntnis zu jeder Absage an Dogmatismus. Der Dogmatismus ist in der Weltanschauung selbstverständlich, aber auch in der Form der Wissenschaftlichkeit. Ja, da muss ja eben Ergebnis sein. Ja, Ergebnis offen, sagt Rousseau. Ich lasse mich hin und her reißen von den Phänomenen und den Formen der Interpretation. Ich interpretiere ihn noch, wie offen er in dem Vorwort. Ich habe ihn hier nie gelesen, aber ich habe das Vorwort gelesen. Und deshalb interpretiere ich ihn das jetzt mal. Das Eigenartige, ich kenne keine Interpretation des Vorwortes. Ne? Frau Jeschke, wenn Sie eine kennen, dann nennen Sie mir und zeigen Sie, dass er gegen mich denkt oder was es ist. Aber das habe ich zum Beispiel, ich habe das, was er so gemacht hat, die Beobachtung ganz nehmen. Ich habe den Text so interpretiert. Auch ich muss mich an den Text daran machen, ohne Vorurteile in der beobachtenden Form. Und ich beobachte das Vorwort mal und spiele mit dem Vorwort, was damit gemeint ist. Darf ich noch weitermachen oder langweilen schon? Ja, ich weiß das nicht, im Ernst nicht. Ich gucke das abends natürlich in der Tat mit dem Zug, wenn Leute im Großraum lagen, ganz wichtige Gespräche auf dem Handy loswerden, laut, damit ja andere merken, dass sie wichtig sind und gefragt sind und unentbehrlich sind. Dann gucke ich noch mal kurz da rein, die Freude an dem Text dann nicht zu verlieren. Man muss auch in der Situation im Grunde lesen und mit ihnen lesen. Und dann passiert es mir manchmal, dass die Mitleser eingeschlafen sind und der Vorleser auch eingeschlafen. Ich gehe zum nächsten. Rousseau, ich hatte jetzt schon Dinge, aber er sagt, dass es so ein eigener Duktus ist. Im Grunde sagt er, der Emil ist eine literarische Form. Im Grunde haben wir die noch gar nicht. Das ist eine neue literarische Form. Und Plessner und so, und er hätte gesagt, Spaß. Er ist kein romanistisch sehr gelesen, aber kein spezieller Rousseau-Leser. Aber da, ich muss gerade für Soziologen den Plessner und ja, Plessner etc. bringen. Und dann mache ich das dann, dass man den Plessner in diese phänomenologische Beobachtungsphilosophie Rousseaus hineinbringen kann. Ich komme auf was anderes. Kurz, da gehe ich durch, Unterschied zwischen Broschüren und Büchern. Also, ich habe gesagt, er macht eine neue Form. Und eine Broschüre im Grunde verführt mich zu einer knappen, verkürzenden Interpretation, die, sagen wir es einfach mal so, das, was ich literarisch will, was ich als Form will, kann ich nur in einem Buch einlösen. Er ist ja so, die Pluralität von Formen, die wir schon kennengelernt haben, verlangt in ein Buch und keine Broschüre. Das kurze literarische Werk lässt das gar nicht zu und er schreibt dann 800 Seiten. Ne? Er hat es ganz anders geplant und dann das fünfte Buch hinein und dann ins vierte Buch, ein eigenes Buch, das er gegen Helvetius geschrieben hat, hinein. Also
man muss wie bei Jean-Paul sehen, wie manchmal sich, wenn man Ahnung hat, muss man viel lesen und wenig denken, vielleicht wenn man beides, dass Rousseau in Büchern auch Bücher erzeugt. Und hier sind wir auf dem literarischen Typus des Buches. Ein Buch lässt nur diese Vielschichtigkeit zu und er hat im Grunde erst gesehen, dass aus dem Emil, der knapp gedacht war für Madame Dupin und Chenonceau, oh mein Gott, da bin ich gerne, wenn keine Touristen da sind, für Madame Dupin hat er gedacht, das ist eine Broschüre und dann ist die Sache eben über den Kopf gewachsen oder aus dem Herz gewachsen, aus den Augen gewachsen. Da wurde es ein Buch, im Grunde wurde es ein Buch von Büchern, auch noch nie richtig klar gemacht. Ein Buch von Büchern. Im Buch sind andere Bücher. Ne? Die Plejad-Ausgabe, die belegt das schön, dass das ein eigenes Buch erstmal war, im vierten Buch, die natürliche Religion. Und dann wurde in dieses Buch wurde verzahnt und boten sich entsprechende Dinge an. Und Rousseau zeigt schon in der Unterschiedlichkeit und der Pluralität von Büchern an, dass altkulturell etwas anderes ist, wie mit Pluralität umgegangen wird, in einer Pluralität von Büchern. Ne? Und er entdeckt das teilweise noch, welche Bücher da hineinwirken. Die Form der Religiosität, die in der Erziehung dann kommt, die dann als integriertes Buch ist und die Möglichkeit, die ein Buch bietet, dass sie solche Bücher integriert, die hatte ich in der ersten These im Grunde umschrieben. So, auch klar, einverstanden? Und man muss auch sagen, meine Damen und Herren, wir gehen auf Broschüren und setzen Bücher einfach nur ab, so quantitativ. Ne? Der setzt die qualitativ ab. Wir sagen, eine Broschüre ist eine kurze Zusammenfassung von, ne, wie ich meine Steuererklärung machen muss oder den Zündkorn reinigen oder sonst was. Eine Broschüre ist eine Handreichung. Und so, das war der Ansatz des Jungen Rousseau. Er hatte Erfahrungen auch mit einer Broschüre über Erziehung, der Erziehungsplan 1740, ne? Also 28 Jahre gab es eine Broschüre gemacht. Eine Broschüre, unkritisch, ungenial, aber von Genie. Also. Aber eine Broschüre, er hat Erfahrung schon mit Broschüre. Es war gefordert, eine Broschüre. Und er hat sich die Frechheit herausgenommen. Der hat ein Buch ausgemacht, der hat ein Buch von Büchern ausgemacht. Ja, man muss unverschämt, im guten Sinne unverschämt sein. Und ich wollte nur sagen, Sie sind das einzige Publikum, wo man sowas sagen kann. Und bei anderen würde man lächeln oder grinsen, angemessen. Ein Grinsen, Broschüre, Bücher. Fragen Sie mal in der Jauter Broschüre, Bücher. Ne? Man kann in seiner Sonntagssendung oder in der Quiz-Sendung Broschüre und Bücher. Und was wir dann hören.
Möchten Sie noch etwas dazu sagen, zu dieser Funktionalität von Büchern und dann aber auch zu einer einzulösenden Funktionalität als Autor? Mein Gott, das muss ich auch im Buch machen. Der Lektor versteht dann schon nicht mehr. Und möchten Sie was dazu sagen? Haben Sie auch den Anspruch an ein Buch und an eine Broschüre schon vor dem Ressort, vor dem, was Sie jetzt, was wir da gemacht haben, schon mal so, und Sie haben Sie gelesen und auch Ressort gelesen, schon mal bedacht? Ich glaube, gerade diese Broschüre schafft es eben so zu tun, als wär die Sprache eine klare Sprache, die in wenigen Worten aussagen kann, was sie sagen kann, durch diesen ständigen Kampf und Übereinstimmung mit sich selbst, beziehungsweise dem Gegenstand oder der Gegenwart des Gegenstandes. Durch Sie fühle ich mich erinnert, dass die Fragmentarisierung des Subjekts, ne, im Grunde in der Form des Romans, ne, des Buches, nicht Roman, des Buches, Roman haben wir begrenzt, des Buches allgemein, sich zeigt. Der moderne Roman kann, oder das moderne Subjekt, kann nur in der Form des Romans, des Buches, seine Vielgestaltigkeit, seine Gebrochenheit und seine intermediäre Einheitlichkeit verwirklichen. Ne? Das hängt mit dieser Fragmentarisierung zusammen, die Rousseau ja auch will. Das moderne Subjekt wir haben vorhin die Gedanken der Ordnung relativiert, ne? Und das Subjekt ist nicht ein durchgängig geordnetes Subjekt,
sondern ein gebrochenes, nach Ordnung suchendes, teilweise gierendes, aber Ordnung redlicherweise nicht als verlässlich erweisendes Subjekt. Und das Buch ist der Spiegel des modernen Menschen. Ne? Ich gehe noch mal drauf ein. Darf ich ihn noch? Ich finde gerade, also nachdem was Sie gesagt haben, finde ich interessant, dass das problematisch ist, wenn das die Form des modernen Subjekts ist, also auch im Sinne der Autobiografie, also gerade wenn man sich auch die Länge von Autobiografien anguckt, auch nachgesucht, vor allem in Frankreich, der dann auch mehrere Bände lang geschrieben wurden, oder auch Goethe, das ist eigentlich ein Riesenwerk ist, wenn man sich dann anschaut, dass vielleicht gerade das so der Versuch ist, das moderne Subjekt in seiner Einheit zu retten und sich dann anschaut, dass dieses Bild des modernen Subjektes oder dann das postmoderne Subjekt eben nur noch fragmentarisch gedacht wird und die Form des Buches also überhaupt keinen Platz mehr hat, also aufgrund ihrer Zeitlichkeit oder wie es geschrieben werden muss oder wie es gelesen werden muss dann auch, da stellt sich gerade für mich so die Frage, wie diese Spannung dann aufgehoben werden kann. Also wo kann sich noch das moderne Subjekt so wiederfinden wie in der Autobiografie, die eine vollkommen andere Zeitlichkeit hat, als über jetzt E-Mail oder SMS, wie auch immer, vermittelte oder auch im Internet veröffentlichte Artikel oder eben auch in der Wissenschaft eben immer nur wieder Herausgeberbände, die dann eben keinen vom Autor eigenen gesetzten Anfang haben, eigen gesetztes Ende haben. Spannung dann doch aufgelöst werden könnte oder noch aufgelöst werden kann oder das vielleicht nicht mal mehr einholbar ist. Das Buch ist noch die Forderung einer Einheit. Ne? Bei aller Respektierung der Zerbrochenheit und Vielfältigkeit. Sie können auch eine Kritik der Postmoderne mit diesen Formen, ne? Die Moderne mit ihr in ihrer Offenheit und dennoch das Unterwahren eines Motivens oder eines, gleich mit Goethe, eines Leitmotives, ne, bringen kann und das Buch in dieser Form noch und nicht als Zerflettern in reiner Pluralität. Ne. Und so hat die als Moderner noch diesen Glauben und ich glaube, er lässt sich auch als Kritik an der Postmoderne teilweise ein Sammelsurium von Willkürlichkeiten und Reflexionslosigkeiten darstellt. Rousseau lässt auch die Postmoderne anders wirken an der Stelle. Ne? Frau Patoun noch. Dass er Pluralität, rudimentäre Einheitlichkeit im Buch zusammennimmt und dass er den Leser, den idealen Leser charakterisiert, der dieses Buch liest. Darf ich da noch zusammen da reinnehmen? Einverstanden? Herr Ludwig. Ich habe vorhin über die Dame erzählt, dass sie gegangen ist, ne? Und dabei ist sie gar nicht gegangen und dabei ist ein vertrautes Gesicht. Also ich habe der Dame Unrecht gemacht. Okay, schön, dass ich wieder da bin. Ich mache es systematisch in der Reihenfolge und vor allem nicht etwas, dass wir das also heute auch durchbekommen.
öffentlicher Bedeutsamkeit, nicht rein Privates. Und die öffentliche Aufmerksamkeit, das heißt die Reflexion in der Öffentlichkeit über Erziehung, muss entsprechend geführt werden, oder ein Diskurs, was ideale Erziehung sei und wie Erziehung zu denken sei, welche Formen möglich sind, welche Widersprüche möglich sind. Der Diskurs, ich übersetze mal in meiner Sprache, öffentliche Aufmerksamkeit heißt, Erziehung muss diskursfähig werden und die Erziehung kann nicht im Privaten gerechtfertigt sein, weil die Folgen der Erziehung die Öffentlichkeit heimsuchen, und deshalb gehört ein Diskurs, das zum ersten Mal ein Diskurs über die Erziehung. Die kirchliche Welt hat es nicht für nötig gehalten, es war kein öffentlicher Diskurs, und Rousseau fordert ihn ein. Jetzt auf Dinge bezogen, die gefallen sind. Möglicherweise, sagt er, sind meine Ideen falsch. Also er manipuliert nicht, er dogmatisiert nicht, sondern er sagt dem Leser der Bücher, des Buches, möglicherweise sind meine Ideen falsch. Das ist die größte Dissoziation, die ein Autor in einem Zeitalter des dogmatischen und bevormundenden Denkens formuliert. Eine enorme Selbstzurücknahme und auch Bescheidenheit. Er klingt immer so größenwahnsinnig in der Selbstdarstellung, die repräsentativ ist für das moderne Subjekt, wie er es sich vorgestellt hat, aber den Innenbereich der Bescheidenheit, der Zurücknahme wird dabei häufig übersehen. Möglicherweise sind meine Ideen falsch. Zentral. Das ist eine hypothetische Sache. Denken in Hypothesen, nicht als Dogma. Auslöser jetzt verstärkt noch, Auslöser bei den anderen vielleicht, hier bei mir ist es tagtägliches Geschäft, Auslöser bei den anderen für bessere Ideen. Ne? Für bessere Ideen. Ich glaube nicht, dass das mit Captatio Benevolentiae wäre. Also einfach nur eine rhetorische Formel, salvatorische Formeln, sondern Auslöser bei den anderen für bessere Ideen. Rousseau hat im Grunde in seinem sozialen Kontakt nicht so gewirkt, wie wir ihn als bescheidenen, zurückhaltenden Menschen im Vorwort wahrnehmen, sondern er hat in den Philosophkreisen sehr rechthaberisch gewirkt, weil die Folie auch sehr rechthaberisch war und seine Reaktion spiegelte etwas von dieser Rechthaberei. Aber hier haben wir das wissenschaftliche Ethos grundsätzlich den Umgang mit Büchern formuliert. Und da können Sie und ich sagen, das ist unsere Praxis auch. Meine Ideen sind falsch. Ich rechne immer damit, dass jemand das besser verstehen kann, dass jemand Recht haben kann, grundsätzlich als Kind mit der Erfahrung, er kann grundsätzlich Recht haben und hat meistens grundsätzlich auch Recht gehabt, nicht immer nur, ich kann mich auch ausruhen damit, dass ich dem anderen sage, ja, ist ja nein, und lache mir ins Fäustchen. Aber ich nehme an, dass es hier ernst gemeint ist, meine Ideen können falsch sein, bei dem anderen für bessere Ideen. Den Rechthaber will Rousseau nicht haben und ich auch nicht. Und wir finden das im Grunde widerlich, wenn jemand im wissenschaftlichen Kontext oder im theoretischen Kontext, sagen wir mal, Rousseau stellt ja eine andere Form von Wissenschaftlichkeit
das nicht fassen, was er fassen will. Und deshalb sage ich lieber theoretisch. Die normativen Bedingungen für den Umgang, für das Ethos mit Theorien verlangt dieses Einkalkulieren des hypothetischen Denkens. Ich muss damit rechnen, dass eine andere, tiefer oder gerechtere Interpretation möglich ist. Okay, braucht man nicht drüber zu diskutieren, ne? Können wir nachempfinden, aber wir sehen alle, dass wir in der Versuchung stehen, diese hypothetisch zurückhaltende Existenz in jeder Diskussion nach, wir machen es nicht, hoffe ich zumindest, oder wenn, dann muss man das geißeln, diese Zurückhaltung unter Beweis zu stellen. Andere Formen, locker, das Vorwort ist schon ein Beispiel dafür, dass man nicht in einem Duktus argumentiert, sondern im Grunde assoziativ Ideen zusammenbringt. Wenn er den Tag verbracht hat und müde und matt und gejagt war, dann schrieb er den Emil, ne, in freien Stunden, okay, oder nachts. Ich will ein Buch nicht mit Ideen füllen, die jedermann weiß. Also, die meisten Menschen schreiben Bücher mit Ideen, die jedermann weiß. Ne? Ich will mein Buch, da ist ein Anspruch an sich selbst, nicht ein eigener Anspruch. Ich will nicht schreiben, was andere schreiben. Ich pfeife auf andere, was die schreiben. Ich pfeife auch auf das Urteil der anderen. Wozu? Klar und zu Recht. Ich will ein Buch nicht mit Ideen füllen, die jedermann weiß. Gucken Sie sich die Literatur zur pädagogischen Psychologie an. Rare Sonderbüchen und sonst. Ich will ein Buch mit Ideen füllen, die jedermann weiß. Das ist eine Hygiene und eine Forderung. Ich weiß nicht, Sie sind so still, aber Sie denken die Idee durch und Sie denken vielleicht daran, wie einsam ein solcher Mensch ist, der ein Buch mit Ideen füllt, die nicht jedermann weiß. Das Nachkeulen, was andere schon gedacht haben, Nachkeulen, was andere schon geschrieben haben, das verletzt meinen Stolz. Das bin ich mir schuldig, dass ich nur schreibe, was von mir gedacht ist oder was eine Idee ist. Und ich verletze meinen Stolz, nicht meine Eitelkeit, auch wenn ich wiedergebe, was schon andere von sich wiedergegeben haben und mache eine Vorlesung im Stil einer Schulstunde, wie man französische Grammatik unterrichten kann. Und ich will nicht, jeder Professor, jeder Student untersteht, glaube ich, diesem Anspruch an sich selbst, ich will ein Buch nicht mit Ideen füllen oder eine Vorlesung oder eine Seminarstunde mit Ideen füllen, die jedermann weiß. Das Reproduktive, Paraphrasierende, Wiederholende, das sei verwiesen. Also jetzt gucken wir mal an die Universität, wie sie sich entwickelt hat. Und da wird benotet, dass man entsprechend reproduktive Leistungen macht. Ganz selektiv, und hier wird eine Reproduktion entsprechend verachtet. Für jede geistige Leistung. Ne? So mache ich es doch auch mit der Vorlesung. Ich gebe doch nicht wieder, was da jemand anders geschrieben hat. Da habe ich dicke Bücher zu Hause und die muss ich vorher auch gelesen haben. Aber da muss ich auch selber was mit anfangen. Und Sie als Student ist genau dasselbe. Sie müssen als eigener Denker in Szene sich setzen. Das ist keine Eigenheit.
anderen verwandelt, auseinandersetzt. Wenn Sie mal gucken, die Wissenschaften viel stärker als bei Rousseau's Zeit müssen jeden Satz beweisen oder belegen und immer die Ideen der anderen anführen. Und so weit, dass ich immer schon eingeschlafen bin, weil ich nicht glaube, dass ein solcher Mensch schon durch die Fußnoten verrät, dass ein solcher Mensch eigene Ideen hat, eigene Gedanken hat, ein Leben lang selber sich mit Kant oder Rousseau auseinandergesetzt hat und dann eigene Ideen durch Lebenserfahrung, durch schöne oder dramatische, vertieft erfahren hat, dass er dann auch eine Auseinandersetzung dieses Textes bringt, die seine Handschrift trägt. Eine Rousseau-Interpretation, wie sie jeder Student in Anführungsstrichen parallel zum anderen als Inhaltsangabe oder Raffung von Texten bieten kann, das beleidigt den Studenten und beleidigt auch den Prof. Ne? Ich glaube, wir werden alle zu Bescheidenheit erzogen, aber Rousseau weiß diese Bescheidenheit von sich. Und ich, Sie denken ganz ehrlich, brauche nicht ich zu sagen. Ich fühle mich beglückt, weil ich die Studenten erlebe als Studenten, die Texte mit eigenen Ideen füllen. Und auch solche Ideen bei Magisterarbeiten und teilweise auch Diplomarbeiten entsprechend abliefern. Und jemand, der keine eigenen Ideen hat, ja, der wird mit Anstand verabschiedet, geistig verabschiedet. Aber kann mich nicht irgendwie, als Mensch kann er mir faszinierend begegnen, aber als Denker nicht. Es ist nicht arrogant. Ne? Sie lächeln, ich weiß nicht. Ich habe die Studenten in erster Linie interpretiert. Für uns gilt das selbstverständlich. Ich bin als, ich sage es einfach mal. Als ich als junger Schüler, ich war als Germane oder Germane, so nannte man das noch, zur Universität Köln gefahren und habe dann eine Vorlesung besucht. Und da habe ich gesagt, mein Gott, das ist eine Frechheit, der Mann hat besser ein Studium abgegeben. Ne? Das im Sinne Rousseaus, das entspricht nicht universitären Maßstäben oder, sagen wir es mal so, auch intellektuellen Maßstäben, wie sie seit der Aufklärung und damit auch für die Universität, für die Deutsche ganz besonders, muss man einfach mal sagen, als Maßstab für die Universität formuliert war. Wer über Cicero und Buchstaben, wie es ein anderer geschrieben hat, ohne dass er den Cicero als ganz neuen Menschen in Szene setzt, mein Gott, ich will doch keinen, das kann ich in Wikipedia einfach mehr ausholen, sondern ich will eine neue Sicht, wie sieht er diesen Denker oder was es jemand sei. Und das ist eine Forderung, die jeder in seiner Interpretation vorbringt. Wir machen jahrelang schon Seminare zusammen und ich erlebe Frau Jeschke auch, Mirandola und so weiter und so fort. Und das ist faszinierend, weil im Grunde dieser hohe Maßstab unter der Hand, ohne darüber zu reden, selbstverständlich ist. Wir würden uns gelangweilt und im Grunde belächelnd fühlen, wenn jemand in dieses schulische Genre verfallen würde. Schulische Formen, die also zu der Zeit auch noch höchst sanktioniert wurden und bewertet wurden und dann Lebensgeschichten von abhängig gemacht wurden, sind mit diesen Divergenten nicht vereinbar. Aber ich denke, ich möchte vorhin schon, es geht bei Ihnen ja einmal, Rousseau fordert
divergentes Denken, so könnte man das sagen. Divergent, nicht konvergent. Ich sage es unbedingt vor. Ne? Und der Frau des Quotienten, des Intelligenzquotienten. Und das divergente Denken, das Rousseau fordert für eine Veröffentlichung, er muss divergent denken. Aber unsere Institutionen, da habe ich den Einspruch erwartet, sie haben gehabt, aber noch nicht formuliert. Das divergente Denken ist ausgesprochen leidvoll. Denken Sie an Ihre schulische Form. Wenn Sie im Deutschunterricht meine Ideen, ich will eine Arbeit schreiben, mit meinen Ideen füllen, also, Sie werden den Deutschen Debattfeind haben. Der wird Sie zu konvergenten Leistungen bringen. Ich will nicht zu viel verraten, weil wenn man über sich selber redet, dann hat man schon eine bestimmte Form der Argumentation. Ich lasse weg. Ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Divergenten. Im Deutschunterricht, im Studium, als Doktor oder Militant und sonst etwas. Meine Idee, also Schule und Universität, sind teilweise Feind des divergenten russischen Denkens. Das muss man klar sagen. Und ihr Deutschen, der hat die Musterinterpretation von meinem Bonner Benno von Wiese, Kollege der Germanistik, Großordinario, und wir haben die Interpretation, wie man den Geist interpretiert. Und ich bin als junger Mensch frontal mit diesen konvergenten Mechanismen zusammengestoßen. Hat mir nicht geschadet. Und wenn Sie in der wissenschaftlichen Schule sind, dann ist das Rousseau'sche Programm des ganz liberalen Ich, meine Idee, nicht einlösbar. Also, wenn Sie Freudianer sind, ne, Sie haben eine psychoanalytische Ausbildung, teilweise auch Kantianer, aber wir sind ja Erzliberale, Erzlinke. Aber doch, wir sind auch bestimmte kantianische Schulen und Schulen verpflichtet. Also ich zum Beispiel der Bauchschule, ohne Bauchschule und Schüler von Ritze, in Bauchschule Ritze und dann komme ich dann so in der Schule, im Schulschema gesprochen. Und das ist schon da ausgesprochen schwierig, wenn Sie Argumentationen bringen, die in diesen schulischen Zusammenhang nicht passen. Ne? Können Sie sich gut vorstellen. Also die Schule ist wichtig, dass sich gewisse Ideen erhalten und durchsetzen, aber Rousseau fordert mit der Divergenz eine ganz subjektorientierte, schulfreie, kollektiv von kollektiven Interpretationen freie gedankliche Arbeit und im Grunde Auswahl. Das ist kein Genietum oder was man denkt, sondern jeder denkende Mensch kann das und das ist meine Erfahrung. Ich habe da ja eine besondere Erfahrung mit der Universität. Die Studenten haben im Grunde diesen geheimen Kompass und diesen geheimen Ekel, den Rousseau formuliert. Ne? Habe ich jemanden verärgert oder auf die Füße getreten? Nein. Ich glaube wenigstens, meine Frau wird jetzt lachen, du glaubst wieder, und die ist völlig falsch. Aber ich glaube nach meiner Erfahrung, dass die Selbstwelt, die Selbstbewertung der Studenten in der Rousseau'schen Form liegt, auch die Selbstachtung in der Rousseau'schen Form liegt, zum Beispiel auch Formen der Schreibblockade, die habe ich alles erlebt und erlebe ich permanent, nicht bei mir selbst, da ich habe da keine Blockaden mehr, aber bei begabten, sensiblen Studenten. Und dann so Schreibblockaden, die entstehen können, weil der Rousseau'sche Anspruch im Moment nicht von ihm erbracht
werden kann und der andere, kollektiv orientierte, nicht subjekt orientierte Anspruch, ihm zuwider ist. Ne? Mit dem kann er sich nicht identifizieren und dann hat er eine Phase der Schlappheit. Okay. Ist gar nicht ganz durch, aber es ist doch wurscht. Das wird dem Vorwort gerecht, ohne gewaltsame Ordnung, aber mit einer gewissen Systematik doch. Unser Jahrhundert, Zitat, unser Jahrhundert tendiert mehr dazu zu zerstören als aufzubauen. Jetzt gebe ich das Zitat ins Bild und dann weiter. Unser Jahrhundert tendiert dazu, oder mehr dazu zu zerstören als aufzubauen. Frau Jeschke, haben Sie es? Ist egal. Ne? Haben Sie? Und das, jetzt wird der Zusammenhang, wir haben den Zusammenhang mit Divergenz des Schöpferischen behandelt, und dann wird der Zusammenhang von Kritik, epochale Zusammenhang, von Kritik und vom Aufbau angesprochen. Wir gehen jetzt noch nicht mehr da rein, sondern nur als Frage, das Zeitalter der Kritik, das Zeitalter der Aufklärung, das Zeitalter der Analyse äußert sich auch in einer Tendenz zu zerstören. Und Rousseau begreift sich ein. Er zerstört ja auch, er setzt außer Kraft. Aber er muss Kritik, wir haben die ganze Zeit über Kritik geredet, er muss Kritik in einen positiven Zusammenhang, in einen aufzubauenden Zusammenhang stellen. Das Buch, das er schreibt, muss Kritik und Aufbau. Kritik und Aufbau. Negativum und Positivum. Muss etwas Grunddialektisches sein, um seinen eigenen Ansprüchen zu genügen. Und die Auseinandersetzung mit Geistigen, die mich beschäftigt hat, die muss zerstören und die muss aufbauen.